Jojo Leute, was geht ab? Euer Hatzwader hier wieder am Start. Heute kommt mal ein Video über meine Enduro-Ausrüstung, denn es haben sich mega viele gewünscht, dass ich darüber mal ein Video mache. Und da habe ich heute mal alles zusammengesucht, alles ein bisschen vernünftig hingepackt und dann gehen wir mal alles komplett durch, was ich habe, was ich mir eventuell noch holen will und so. Ja, denn es sind schon so einige Teile. Ja, und dann möchte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken für das Jahresrückblick-Video, was ich ja jetzt vor ein paar Tagen online gestellt habe. Mega krass, wie viele Kommentare, wie viele Likes und so. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich werde den Link unten mal reinhauen und ich werde auch jetzt noch einen kurzen Abschnitt zeigen. Aber dann kam schon der erste Tiefschlag. Ich hatte einen Rollerunfall. Unachtsamkeit war mein Fehler. Es hat mir gezeigt, dass wenn man auch nur eine Sekunde im Straßenverkehr unachtsam ist, dass sowas sehr böse enden kann. Ich hatte Glück, ich bin genau einen Meter vor der Leitplanke liegen geblieben. Wäre ich vielleicht in diese Leitplanke reingerauscht, würde ich vielleicht heute gar nicht mehr auf dieser Welt sein oder vielleicht im Rollstuhl sitzen. Erst dann ist mir klar geworden, wie gefährlich es ist, auf dem Zweirad unterwegs zu sein. Deshalb, Leute, bitte tut mir nur einen Gefallen und tragt immer eure Schutzkleidung, denn sie kann euer Leben retten. Bei dem Rollerunfall brach ich mir das Schlüsselbein. Es war ein Splitterbruch, ich musste operiert werden. So, jetzt habt ihr alle einen kurzen Abschnitt gesehen. Wie gesagt, es war ein sehr emotionales Video für mich auch, denn viele wissen ja, ich hatte dieses Jahr echt viel Pech. Ich hatte noch nie so viel Pech in meinem Leben, in einem Jahr. Ja, ist halt so passiert, ändern kann ich es jetzt auch nicht. Ja, deswegen kamen auch viele Erinnerungen wieder hoch. Es war keine einfache Zeit und so. Aber ja, das Leben geht weiter, man muss immer nach vorne schauen auf jeden Fall. Deshalb hoffe ich einfach, dass das Jahr 2019 besser wird und deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass ihr alle eure Schutzkleidung tragt. Gerade beim Enduro-Fahren finde ich es mega wichtig, Schutzkleidung zu tragen. Denn es kann schneller passieren, als man denkt und zack, liegt man schon im Krankenhaus. So, ich werde jetzt dafür, wir fangen jetzt an. Ja, ich habe jetzt alles erstmal hier so hingelegt. Ja, ich wäre dafür, wir fangen mal von unten an einfach. Die Kira will rein. Die Kira will rein. Die Kira will rein. Komm rein, Kira, aber bitte latsch jetzt nicht darüber. Ja, ist klar. Ja klar, ja. Lauf mal ruhig mitten rüber. Wir fangen jetzt aber mit den Schuhen an. Also ich habe sie die Schuhe. Das sind die Crossfire 2. Ja, sind leider ein bisschen dreckig. Ich hatte vorher Fox-Schuhe, die Foxcom 5. Die hatte ich aber verkauft. Und dann hatte ich mir die sie die Schuhe geholt. Die sind eigentlich extrem teuer. Die kosten neu, glaube ich, 400 Euro. Nicht wundern, Kira tapselt hier rum. Aber ich habe die gebraucht bekommen, die wurden nur ein-, zweimal getragen, also waren neuwertig und ich habe die für 200 Euro bekommen, richtig Glück gehabt. Aber ich muss ehrlich sagen, es sind verdammt gute Schuhe. Erstens, man kann wirklich alles austauschen, alles geschraubt ist, selbst unten die Sohlen kann man tauschen. Und die sitzen mega bequem, man hat trotzdem einen festen Halt alles drin, also im Gegensatz zu den Fox-Schuhen finde ich die Sidi-Schuhe um einiges besser. Aber das ist nur meine Meinung, jeder hat andere Füße, jeder hat ein anderes Gefühl. Aber ich persönlich würde mir jederzeit wieder Sidi-Schuhe holen, auch wenn die extrem teuer sind. So, ich packe die Schuhe mal ein bisschen kurz an der Seite, dass ich ein bisschen hochrücken kann. Oh, und das Eichel sieht. Muss ich danach gleich einmal durchsaugen. Ja, dann kommen wir zur Hose und zum Jersey. So, ich gehe mal kurz rüber. Das ist von Shutt. Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen, die Marke. Finde ich mega geil. Qualität ist echt gut. Also ich bin damit schon viel gefahren und habe mir auch schon öfters lang gemacht, aber keine großartigen Löcher drin. Zudem optisch gefällt mir sehr gut. Dann hatte ich damals, glaube ich, 120 Euro, glaube ich, für bezahlt. Ich denke mal, es ist ein Standardpreis für ein Jersey mit Hose. Ja, dann habe ich hier die Knieprotektoren. Die hätte ich mir, das ist noch gar nicht so lange her, hatte ich mir mal neu geholt. Von Polysport. Die waren auch nicht so teuer, aber was schon mal gut ist, die sind hier oben gelenkt oder haben Gelenk hier drin, das ist sehr angenehm, aber ja, es sind jetzt echt keine guten Knieprotektoren, muss ich sagen. Also sie schützen schon das Knie, aber da soll definitiv noch was anderes kommen. Ich bin mal gespannt oder ich will mal versuchen, dadurch, dass ich ja den Unfall hatte und ja auch Probleme mit meinem Bein habe, es ist ganz oft so, dass die Krankenkasse zu Orthesen was dazu bezahlt und das wäre natürlich Hammer, wenn die zumindest eine Seite bezahlen würden. Da kommen auf jeden Fall noch andere hin, weil damit bin ich nicht so ganz zufrieden. Für den Anfang reicht es vollkommen aus. Die waren günstig, haben glaube ich 40 Euro oder so gekostet, da kann man nichts zu sagen. Ja, wo wir gerade bei Klamotten sind, habe ich hier noch meine Regenjacke. Die hat glaube ich mal 50 Euro oder so gekostet, ist aber halt auch eine gute von Helly Hansen. Das ist jetzt nichts Günstiges.
Aber ab und zu fährt man ja mal Enduro und dann regnet es. Und ich finde das immer besser, wenn man eine Regenjacke anzieht. Weil wenn man erst einmal nass ist und einem kalt ist, dann ja, macht das alles keinen Sinn mehr. Wenn es nicht regnet, habe ich immer noch, ziehe ich meistens eine Weste drüber. Hier ist so eine ganz dünne Sommerweste so gesehen. Die sind auch nicht teuer, die kosten 20, 30 Euro. Ich werde euch sowieso alle Sachen, die es so großartig gibt, einfach unten mal verlinken. Ja, oder wenn ich die Weste halt nicht anhabe, habe ich meistens meinen Bezwinger-Pullover an. Für alle, die noch Merch haben wollen, ist auch unten verlinkt. Und denkt dran, den ganzen Dezember gibt es ein Sticker-Set gratis dazu. Wenn ihr die Rechnung an meine E-Mail-Adresse schickt, dann kriegt ihr nämlich ein Sticker-Set und eine Autogrammkarte dazu. Ja, als nächstes kommt dann der Brustpanzer. Das ist von Fox, ein Brustpanzer. Kostet, glaube, 130 Euro oder sowas. Ist halt alles mit dran, Rückenpanzer, vorne für die Brust. Für den Arm komplett alles gepanzert, Schulter. Ist auch auf jeden Fall gut. Also für den Preis echt ein Top-Produkt, muss ich einfach sagen. Fahren echt mega viele. Aber früher oder später soll auch noch ein richtiger Brustpanzer kommen, wo ich mir Neckbrace einklinken kann, so gesehen. Denn das fehlt mir definitiv noch, ein Neckbrace. Ich finde Neckbrace schon extrem wichtig und das ist auch so die nächste Investition, die ich machen werde. Erstmal Neckbrace kaufen. Denn es kann so schnell passieren, dass man einen Sturz hat oder so und dann irgendwas am Genick ist oder so. Und ja, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, ne? So, dann gehen wir weiter einmal hier wieder rüber. Hier habe ich dann, viele kennen den 24MX Rucksack. Das ist ja eigentlich ein Pink Rucksack. Den habe ich von Pumas geschenkt bekommen. Der hat davon, was weiß ich, 4-5 Stück und der hat er mir einen geschenkt. Aber ich benutze den nicht als Trinkrucksack, sondern ich benutze den ja als kleinen Rucksack. Ich habe da immer mein Handy dabei, immer zur Sicherheit. Ich weiß, die meisten lassen beim Endurofahren auf Strecke ihre Handys immer im Auto. Ich nehme mein Handy immer mit, denn falls wirklich was passiert, finde ich, sollte man in der Gruppe, sollte mindestens einer dabei sein, der immer ein Handy dabei hat. Weil ich finde, wenn wirklich ein schwerer Unfall passiert, da zählt jede Minute. Und wenn man erst aus dem Gelände wieder rausfahren muss, um vorne irgendwo ans Handy zu kommen bei den Autos, weiß ich selber, dass man teilweise auf manchen Strecken 5 oder 10 Minuten braucht, um wieder bis zum Auto zu kommen. So, und das sind schon 5 oder 10 Minuten, die verstrichen sind. Und ich finde, im Ernstfall zählt jede Minute. Deswegen nehme ich immer ein Handy mit. Ich habe immer ein Handy dabei. Das ist wichtig. Falls ihr euer teures iPhone oder so nicht mitnehmen wollt, dann kann ich euch dazu raten, es gibt so günstig solche, naja, wie soll man sagen, solche 0815 Handys. Die kosten neu 50 Euro. Kauft da einfach eine SIM-Karte noch für, die kostet mal 15 Euro und dann nimmt das einfach mit. Aber nehmt bitte immer ein Handy mit, das für Notfall, dass ihr echt schnell die Rettungskräfte anrufen könnt. Ich finde das extrem wichtig einfach. So, kommen wir zu dem ersten Helm, den ich habe. Das ist mein Fox-Helm. Das ist ein V2. Das ist der V2 und das war so eine Sonderedition. Puh. Ich weiß es nicht mehr genau. Achso, Fox 2 Union. Den habe ich jetzt 2 Jahre. Ein sehr guter Helm, muss ich sagen. Aber da ist auch wieder so eine Sache. Jeder hat eine andere Kopfform. Das muss man selber austesten. Ich kann nicht sagen, der Fox-Helm ist der beste, weil jeder hat ein anderes Gefühl. Ein Kumpel zum Beispiel von mir, der kann mit Fox überhaupt gar nichts anfangen, weil sein Kopf einfach, ja, der passt einfach nicht rein. Also das fühlt sich alles unwohl an. Hier vorne, die Kante drückt in seine Stirn rein. Wie gesagt, das müsst ihr einfach austesten. Bei mir ist es halt, die Fox-Helme passen halt perfekt. Ich bin damit mega zufrieden und ich würde mir auch keine andere Marke mehr kaufen. Deswegen habe ich auch nur Fox-Helme. Ja, aber dadurch, dass jetzt die Husqvarna ziemlich viel Gelb drin habe, also Neongelb, hat der Helm natürlich nicht mehr gepasst. Und ich wollte sowieso einen zweiten Helm haben, weil wenn man viel fährt und zur Pause hin ist dann immer alles durchgesuppt. Ich denke, das kennt jeder. Und das ist schon verdammt abartig, nach der Pause wieder in diesen nassen, ekligen, kalten Helm wieder reinzugehen. Deshalb habe ich mir noch einen zweiten Helm gekauft. Und zwar den Fox V3. Diesen schönen Helm hier. Ich finde ihn immer noch so geil. War echt nicht einfach, den zu bekommen, aber ich habe ihn. Ja, mit dem Helm bin ich mega zufrieden. Wie gesagt, das ist ein V3, der ist einfach nochmal ein bisschen leichter als der V2 Helm. Ich glaube so 100 oder 200 Gramm. Macht schon viel aus, merkt man definitiv. Dann habe ich jetzt seit neuestem das Sena CNC Pro hier dran. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir den ersten Dual Block rausgehauen, da war die Qualität nicht so gut. Liegt aber daran, dass ich jetzt das erste Mal es ausgetestet habe und ich will es auf jeden Fall noch verbessern, die Qualität. Aber ich hatte schon mal mit Blackout geschrieben und da meinte ich, das ist echt ein bisschen schwierig, dass man halt von den Außengeräuschen nicht so viel mitkriegt. Deswegen mal gucken, was ich da irgendwie machen kann, um das zu verbessern.
Ja, dann habe ich hier vorne, weil da auch mal mega viele Fragen, wie ich meine GoPro festmache. Ich habe hier unten die Halterung dran. Sieht man es ja. Da kommt die GoPro einfach nur noch dran. Und dann hängt die so gesehen hier vor. Das kann man jetzt auch nicht bei jedem Helm machen, so wie ich es bei mir gemacht habe. Weil manche Helme haben nicht so eine gerade, nicht so einen geraden Schirm, sondern eher so einen eckigen. Da gibt es aber ja, eine gute Lösung. Man kann sich selbst so eine kleine Platte bauen, so gesehen. Und bohrt hier oben ein Loch durch und verschraubt das alles. Sieht zwar nicht so schön aus, aber wer unbedingt die Kamera da oben haben will, den kann ich das raten, es so zu machen. Ja, dann habe ich noch Handschuhe. Das sind die Husqvarna-Handschuhe. Die kosten normalerweise 40 Euro. Jetzt passt auf, ich habe für diese Handschuhe 10 Euro bezahlt. Und zwar habe ich die von AliExpress. Das ist das Einzige, was ich bei AliExpress gekauft habe von meiner Ausrüstung. Weil da kosten die Handschuhe nur 10 Euro. Das ist immer noch mein allererstes Paar, was ich habe. Und man muss ehrlich sagen, also ich bin fest in der Meinung, dass das die originalen Handschuhe sind von 100%. Denn ich war nämlich vor kurzem beim Husqvarna-Händler. Und da habe ich die Handschuhe mal verglichen. Ich erkenne keinen Unterschied. Also von der Qualität her ist es genau die gleiche Suppe. Bloß, dass die ja nur 10 Euro kosten. Deswegen bestellen alle meine Freunde und ich immer bei AliExpress in Massen Handschuhe. Wir haben alle unsere Handschuhe daher, weil es sind nur Handschuhe da. Ob die nur 10 Euro kosten oder 40 Euro, das macht keinen Unterschied. Jetzt kommen wir zu den Brillen. Da habe ich 3 Stück mittlerweile schon. Den roten natürlich für den roten Helm und die beiden hier für meinen gelben Helm. Das ist halt eher so ein bisschen so, naja, wenn man mal ein bisschen auf Straße fährt. Das sieht optisch ganz gut aus. Und die Brille trage ich ganz gern, wenn ich auf der Enduro-Strecke bin. Und zwar aus dem Grund, wenn man diesen Nasenschutz hier nicht dran hat. Sieht zwar nicht so schön aus, wenn man immer die Nasenspitze sieht, aber der Vorteil ist einfach, dass sie nicht so schnell beschlägt innen drin. Das Einzige, was ich bei der jetzt noch wechseln will, die hatte ich jetzt beim Rennen auf, die Brille, ist einfach eine klare Scheibe reinzumachen. Weil ich finde, gerade beim Rennen ist es wichtig, dass man klare Sicht hat. Ich habe aber an dem Vortag nicht mehr meine Scheibe gefunden, die transparente. Deswegen hatte ich einfach die hier drin gelassen, aber das will ich jetzt definitiv noch tauschen, weil ich finde einfach, das ist wichtig, dass man klare Sicht hat beim Rennen. Ja, das war jetzt alles. Jetzt sieht es hier aus, oh mein Gott, ich muss gleich alles wieder schön wegräumen. Ja, das war jetzt alles. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt oder so, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und alle Sachen, die ich so grob finde, die werde ich unten auch mal verlinken, dann könnt ihr da einfach selber mal gucken. Ja, dann war es das schon mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Und ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Also bis dann, ciao, ciao. Tschüss.